Am Wort ist Carmen Schimanek von der FPÖ. Ja, Herr Kollege Steinbichler, deine beiden Anträge wären natürlich unsererseits vollkommen unterstützt gewesen. Leider werden sie ja nicht unterstützt. Aber auch der Antrag betreffend des Krankenhaus-Selbstbehaltes für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren werden wir auch mit unterstützen, selbstverständlich. Und die Frau Kollegin Lueger, glaube ich, war es, hat es ja heute schon bedauert, dass seitens der ÖVP da kein Einlenken war. Ich verstehe es nicht. Denn ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Antrag auch annehmen können. Vielleicht könnten Sie noch einmal in Klausur gehen und wir starten das noch einmal. Aber jetzt noch einmal zu den beiden Anträgen. Die Zuverdienstgrenze, auch wir sind dafür, diese aufzuheben. Und ich möchte hier noch mal kurz das Zitat meiner Kollegin Anneliese Kitzmüller ganz zum Ausdruck bringen, die der Herr Wirtschaftskammerpräsident Leitl hier getätigt hat. Er meinte, die Zuverdienstgrenze schafft mehr Verwirrung als Klarheit. Man solle Menschen, die neben der Kindererziehung auch beruflich etwas leisten wollen, nicht behindern. Es geht darum, Möglichkeiten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie aufzuzeigen und nicht Einschränkungen. Die Zuverdienstgrenze ist eine Einschränkung. Zitat Ende. Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch bei der Valorisierung der Familienleistungen ist die Regierung säumig. Und wenn Sie heute ja sagen, Herr Hammer, wir machen so viel für die Familien, dann darf ich Sie an die 13. Familienbeihilfe erinnern, die Sie im Zuge der Nationalratswahl im Jahr 2008 mit Getöse eingeführt haben, die aber ganz schnell zu Lasten des Bankenhilfspakets zu einer Schulstarthilfe verkommen ist. Also das war sicher keine Unterstützung für die Familien. Die Familien gehören wie Pflegebedürftige, behinderte Menschen, Pensionisten zu den Verlierern dieser Regierung und dieser Bundesregierung und auch der Steuerreform. Heute Vormittag hat die Regierung versucht, bei der Opposition ihre Steuerreform lobzuhudeln. Dies ist natürlich nicht gegangen, denn von den 5 Milliarden Steuerentlastung in ihrer Steuerreform sollen gerade mal 2% für Familien übrig bleiben. Und wenn man im Gegenzug die Grunderwerbsteuer für die Familien wieder erhöht, ist es geradezu eine Verhöhnung. Ebenso die Verdoppelung des Kinderfreibetrages auf 440 Euro macht im Monat pro Kind 5,50 Euro aus. Das sind einmal gerade zwei Mickey-Maus-Hefte. Das ist genau das, passend zu dieser Mickey-Maus-Reform, die Sie den Familien hier präsentieren. Sie haben, die ÖVP, den Familien einen Freibetrag von 7.000 Euro im Jahr versprochen. Übrig geblieben ist nichts. Und ich möchte Ihnen hier den Herrn Alfred Trendl, seines Zeichen Präsident des katholischen Familienverbands, zitieren. Er meinte, versprochen und gebrochen in Bezug der Steuerreform. Familien und Wähler sollen offensichtlich für dumm verkauft werden. Das Vertrauen in so eine Politik schwindet und sicher. Wird sich der Wähler bei der nächsten Wahl seinen Reim drauf machen. Und das ist für den Herrn Trendl eine logische Konsequenz. Und die logische Konsequenz daraus ist, dass die Wählerinnen und Wähler FPÖ wählen, weil wir die einzige Partei sind, die wirklich für die Familien eintreten. Danke. Am Wort ist argumentiert Carmen Schimanek von der FPÖ.